Herzlich willkommen zum STK-Talk. Mein Name ist Carola Rinker und ich freue mich heute, Herrn Dr. Sebastian Hirsch, den Finanzvorstand von Grenke, begrüßen zu dürfen, um zum einen über die Vergangenheit, aber auch über die Zukunft von Grenke zu sprechen. Ja, herzlich willkommen und vielen Dank. Ja, wir hatten ja jetzt ungefähr 2 Jahre seit der Shortseller-Attacke von Fraser Pering. Und wenn wir auf die Vergangenheit noch einmal zurückblicken, dann hat sich ja beim internen Kontrollsystem einiges getan. Was genau ist denn da passiert, gerade beim Thema Prävention von Geldwäsche? Ja, wir haben eine Menge nachgeholt. Wir sind in den Jahren vor der Pandemie extrem stark gewachsen und hatten dann tatsächlich einige Dinge nachzuholen in der Geldwäscheprävention, im Transaktionsmonitoring, sowohl in der Grenke Bank wie auch bei uns im Leasinggeschäft. Und das haben wir relativ zügig angepackt, sowohl IT-seitig uns hier zu verbessern und zu verstärken, als auch die internen Kontrollen, sei es über eine Innenrevision, deutlich auszubauen, aber auch personell, nicht zuletzt Isabel Rösler als Risikovorständin, sehr schnell zu uns gestoßen mit dem Beginn des Jahres 2021. Und auch so haben wir uns personell verstärkt im Bereich Geldwäscheprävention, im Bereich der Geldwäschebeauftragten und auch die gesamte Compliance-Funktion gestärkt, sodass wir heute ein viel stärkeres Selbstverständnis von diesen Aufgaben haben und deutlich besser aufgestellt sind, als das seinerzeit der Fall war. Und von daher war das ein guter Schritt. Ich sage heute ganz gerne eine beschleunigte Evolution, in der sich Grenke weiterentwickelt hat, um auch hier wirklich vorn dabei zu sein. Ein weiterer Punkt, der ja auch immer wieder kritisiert wurde, war das damalige System mit den Franchise-Gesellschaften. Jetzt hatten Sie auf der Hauptversammlung in diesem Jahr gesagt, dass bis Ende diesen Jahres alle Gesellschaften übernommen werden sollen. Wie ist da der aktuelle Stand? Und vielleicht können Sie noch mal in 2, 3 Sätzen für alle, die das nicht wissen, kurz zusammenfassen, was denn diese Übernahme konkret bedeutet. Ja, was schauen wir vielleicht mit dem letzten an. Was bedeutet die Übernahme? Wir haben die Franchise-Gesellschaften bereits konsolidiert. Das haben wir im Jahresabschluss 2020 vollzogen. Das heißt, alle Franchise-Gesellschaften sind bereits auf der Konzernbilanz, in der Konzern-GNV und in allen Kennzahlen, die Sie kennen, Tabellen enthalten. Ist auch sehr transparent dargestellt, weil wir die Anteile rechtlich nicht halten, sondern dass nach wie vor die Finanzinvestoren, die lokalen Manager die Anteile halten, wie es seinerzeit angelegt war. Und daher kann man das als Minderheiten auch ganz gut ablesen, was ist der Teil, der auf die Franchise-Gesellschaften, die ehemaligen, entfällt und was ist der Rest des Konzerns. Und was jetzt aussteht, ist die rechtlich formelle Übernahme der Anteile, also der Aktien sozusagen, dieser Gesellschaften. Das war auch von Anfang an klar, dass das ein längerer Prozess wird. Da steht eine Due Diligence an, die sorgfältig geführt wird. Da sind wir auch mittendrin, diese abzuschließen für die ausstehenden Gesellschaften. Es steht eine Bewertung an, also eine Unternehmensbewertung, die durchgeführt wird von unserer Seite, natürlich auch von der Verkäuferseite. Wir holen zudem eine Fairness Opinion ein. Das heißt, wir lassen uns von Beratern, von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft den Wert dieser Gesellschaft auch bestätigen, sodass wir dann in die Verhandlungen gehen können und dann einen Kaufvertrag abschließen können. Wir haben das bereits für die Gesellschaften in den USA und in Singapur getan im Sommer und sind jetzt dabei, das für die ausstehenden Gesellschaften zu tun. Und ich bin nach wie vor zuversichtlich und gehe davon aus, dass wir das in diesem Jahr abschließen können, dass wir diese Verträge schließen können, die Due Diligences abschließen können und dann in die Umsetzung gehen können. Das heißt, selbst wenn man den Vertrag dann geschlossen hat, dann ist es rechtlich, je nach Land, muss es ins Handelsregister eingetragen werden, die Anteile müssen notariell oder die Übertragung muss notariell beurkundet beglaubigt werden. Das kann dann nochmal formell etwas Zeit in Anspruch nehmen, aber wir werden das von unserer Seite in diesem Jahr versuchen abzuschließen und wie gesagt, da bin ich sehr zuversichtlich. Dann als nächstes eine Frage zum Sorgenkind Factoring. Da ist die Frage hinsichtlich der Profitabilität. Ich hatte im Halbjahresbericht 2022 gesehen, dass da immer noch ein Verlust erzielt wurde, wenn er auch geringer war als im Vorjahr. Und die Frage, die sich da anschließt, welche Auswirkungen ergeben sich denn durch die Zinswende und die hohe Inflation auf dieses Segment? Ja, im Factoring haben wir auch gute Fortschritte gemacht. Sie sprechen es an, es ist noch im Segmentbericht in der Verlustzone, sind aber auch jüngere Factoring-Gesellschaften dabei, die auch erst begonnen haben, die noch nicht so lang am Markt sind. Und dennoch haben wir uns vorgenommen, dass das drehen soll und es dreht auch. Wir haben das gesehen in diesem Jahr, trotz des schwierigen Marktumfelds, der großen Herausforderungen, auch gerade im Factoring-Geschäft, ist den Kollegen gelungen, hier die Wende herbeizuführen. Wir müssen mal schauen, wie es zum Jahresende aussieht, weil wir uns gesagt haben, wir wollen auch in den großen etablierten Märkten in Deutschland und in der Schweiz zum Jahresende Break-Even erreichen, damit dieses Segment
profitabel ist und nicht weiter Verluste macht, und dann entscheiden, wie wir strategisch mit diesem Segment weiter umgehen, wie wir das weiter aufbauen wollen, wie die Ergänzung zum Leasing für unsere Kunden hier gewährleistet werden kann. Was wir gemacht haben, ist den Vertriebsansatz etwas verändert und den Vertriebsansatz isolierter vom Leasing aufzustellen. Also nicht nur auf unseren Leasingkunden, Händler zuzugehen, sondern isoliert neben dem Leasing Kunden anzusprechen, und das funktioniert sehr, sehr gut. Thema Inflation und Zinsen. Inflation ist weniger ein Thema beim Fakturieren von Rechnungen. Das Thema Zinsen ist natürlich ein Thema, weil gerade jetzt auch die kurzfristigen Zinsen gestiegen sind und damit natürlich auch der Preis für Factoring-Dienstleistungen steigen. Das ist aber ganz allgemein so. Kredite werden teurer, Zinsen steigen in allen Umfängen. Von daher ist das Factoring-Geschäft hier in einem normalen Umfeld für die aktuellen Umstände, heißt Zinsen steigen, somit ist aber auch eine Preisweitergabe im Factoring möglich. Also das ist keine besondere Situation oder Herausforderung in dem Segment. Sie haben gesprochen von einigen Herausforderungen im Bereich des Factorings. Was meinen Sie da konkret? Na gut, der Vertriebsansatz umzustellen, parallel es auf die Beine zu stellen, Kunden anzusprechen. Factoring ist im Vertrieb ein faktisch zweiseitiges Geschäft. Zum einen die Kunden gewinnen, es läuft auch oft über Rahmenverträge, und dann müssen diese Rahmenverträge natürlich auch genutzt werden. Also das Factoring-Geschäft ist nicht dann profitabel, wenn Sie den Vertriebserfolg haben und ein Kunde einen Rahmenvertrag unterzeichnet, sondern wenn der Kunde den Rahmenvertrag nutzt, möglichst häufig nutzt und die Factoring-Dienstleistung vom Ankauf, im Verkauf bis zum Mahnwesen, bis zur Kreditierung, diese ganzen Dinge nutzt, weil nur dann natürlich die Gebühren fließen. Das ist eine Herausforderung. Und das Zweite, ich habe es gerade schon angesprochen, ist natürlich die Zinslandschaft, wobei sich das jetzt eingespielt hat. Das war am Anfang, als die Zinsen gestiegen sind, sind ja erstmal die Zinsen am langen Ende gestiegen, weil der Markt diese Erwartungshaltung natürlich hatte, dass die EZB die Zinsen anheben wird. Dann sind die kurzfristigen Zinsen noch niedrig, beziehungsweise waren sogar noch negativ. Das hat sich aber über den Sommer nivelliert. Das Negativzinsumfeld ist weg und jetzt sind auch die kurzfristigen Zinsen gestiegen, sodass das jetzt ein gängiges Thema ist, dass im Factoring die Zinsen, damit die Provision für diese Dienstleistung auch steigen. Jetzt für Sie persönlich, wenn Sie zurückblicken auf die letzten 2 Jahre nach der Short-Seller-Attacke, was war für Sie der größte Lerneffekt? Sie waren ja in dieser Zeit ja Vorstand. Wie haben Sie das empfunden? Das war der größte Lerneffekt. Ich glaube, den größten Lerneffekt neben den Dingen, die wir schon angesprochen hatten, die wir nachholen mussten in Bereichen der Prävention, war ganz klar das Thema Kommunikation. Ich bin schon immer jemand gewesen, der offen, klar und transparent kommuniziert, aber sich der Reichweite der eigenen Kommunikation bewusst zu sein, wen erreiche ich eigentlich und erreiche ich wirklich genug, und auch selber dafür Sorge zu tragen, dass die Reichweite groß genug ist in dem, was man tut, was man vorhat, darüber klar und offen zu sprechen, das zu erklären und eben auch Dinge zu erklären, die für einen selber selbstverständlich sind. Beispielsweise, wie funktioniert Leasingbilanzierung? Ein Thema, was für mich sehr, sehr klar ist, selbstverständlich ist, weil wir das seit Jahr und Tag so machen, seit dem Börsengang nach IFRS bilanzieren, damit über 20 Jahre, und man dann selber das gar nicht so als erklärungsbedürftig sieht, aber wenn man sich dann damit beschäftigt, und das haben wir ja getan, dann es ist dann doch erklärungsbedürftig, weil es nicht alltäglich ist, es ist kein Darlehen, es ist keine Gegenstandsbilanzierung, und dieses Selbstverständnis dann trotzdem mit nach draußen zu nehmen, die Menschen, die an Grenke interessiert sind, einzuladen, das immer wieder zu erklären, die Fragen zu hören, auch Hinweise mitzunehmen, das ist in der Gesamtkommunikation, denke ich, den größten Lerneffekt, den wir hatten und den wir aber, das sage ich auch ganz selbstbewusst auf unsere Organisation und mein Team, dass wir das auch sehr, sehr schnell gelernt haben und auch gemacht haben. Also wir hatten auch den Mut, das schnell zu lernen und schnell zu tun. Wenn wir jetzt den Blick in die Zukunft richten, wenn wir jetzt den aktuellen Aktienkurs uns anschauen, dann ist er ja, wenn ich das richtig gesehen habe, geringer sogar als nach der Short-Seller-Attacke. Und da ist so ein bisschen für mich die Frage, worauf Sie das zurückführen? Ja, wir haben natürlich ein Marktumfeld mit steigenden Zinsen, was auch Bewertungen auch am Aktienmarkt natürlich unter Druck setzt, weil die risikofreien Zinsen, was in jedem Bewertungsmodell irgendwo eine Rolle spielt, natürlich steigen. Damit sich in den sogenannten Discounted Cashflow-Modellen, also die Barwertmodellen, erstmal die Werte verringern. Das ist kein Kränkephänomen, das ist ein generelles Phänomen, was für uns gilt. Das am Jahresanfang schon gesagt, wir haben einen klaren Plan, wir haben eine klare Strategie, die haben wir auf unserem Kapitalmarkttag verkündet. Wir wollen das Geschäft
deutlich ausweiten, verdoppeln auf der Basis vom letzten Jahr, auch das Ergebnis deutlich steigern, auch verdoppeln auf der Basis vom letzten Jahr. Und auf diesem Weg sind wir. Wir sind voll im Plan. Wir wollen und müssen liefern. Und wir brauchen selber ein bisschen Geduld, dass wir eben auch diese Meilensteine liefern können. Wir hatten einen Halbjahresfinanzbericht. Wir haben jetzt bald wieder eine Neugeschäftsmeldung, dann die nächsten Quartalszahlen. Dann kommt der Jahresabschluss. Und ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Versprechen halten werden, die Zahlen liefern werden, die wir versprochen haben. Und dann kommt in Summe auch das Vertrauen in die Zahlen zurück. Und in Summe wird sich das dann niederschlagen im Aktienkurs langfristig. Davon bin ich überzeugt, weil wir unsere Hausaufgaben nicht nur getan haben, sondern weitermachen, nach vorne blicken. Und auch die gegenwärtigen Marktumstände werden an dieser Einschätzung, die ich da habe, nicht wahnsinnig viel ändern. Bei den Zielen, die Sie verfolgen, was wird denn an Gegenständen künftig mehr geleast werden? Und wo ist vielleicht eher ein Rückgang zu verzeichnen? Das ist immer so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Ich erinnere mich da gerne an Zeiten von vor 15 Jahren. Da haben wir schon gedacht, Mensch, vielleicht haben wir dann in 10 Jahren noch 5% Kopierer und Druckgeschäft. Und wir haben heute immer noch deutlich über 10%. Wichtig ist, dass wir bereit sind. Wir sind bereit, jede Asset-Investition in Leasing zu transformieren, weil Leasing nicht nur modern ist, sondern auch gut ist für kleine Unternehmen, diese Transformation zu erbringen. Pay-per-Use, Nutzung steht im Vordergrund, nicht das Eigentum des Assets ist im Vordergrund. Eine nutzungsbasierte Bezahlung ist gut. Und wir werden natürlich in ESG-relevanten Green-Economy-Produkten einen Zuwachs sehen in den nächsten Jahren. Das E-Bike-Business ist momentan sehr erfolgreich. Es geht weiter mit Charging-Stations, die hinzukommen. Auch Photovoltaikanlagen, sofern sie leasingfähig sind, können dazukommen. Aber auch unsere altbewährte IT-Infrastruktur, die Mobile Devices, Homeoffice-Ausstattung sind Geräte, die unveränderten ein großes Spektrum ausmachen und natürlich auch Medical. Die Medizintechnik entwickelt sich fortlaufend weiter, hat einen sehr, sehr schnellen Innovationszyklus mittlerweile, was eben dann alles auch für Leasing und für uns spricht. Deswegen sehen wir das auf einer breiten Ebene Wachstumspotenzial und wichtig ist eben, dass wir da sind, um dieses Potenzial zu erfüllen. Sie hatten es jetzt schon mal angesprochen, das Thema Zinswende. Was heißt denn die Zinswende für das Leasinggeschäft? Ist es dann eher so, dass da mehr oder weniger geleast wird? Also die Zinswende fürs Leasinggeschäft heißt ganz einfach erstmal, dass das negative Zinsumfeld sich aufgelöst hat. Das führt zum einen dazu, dass Leasinggesellschaften, die wie wir ja auch Liquidität vorhalten müssen, auch aufsichtsrechtlich keine Negativzinsen mehr zahlen auf Bundesbankguthaben, weil wir unsere Liquidität immer sehr konservativ gehalten haben auf Bundesbankkonten und nicht in Geldmarktgeschäften oder dergleichen angelegt haben. Das haben wir noch nie gemacht und haben auch nicht vor. Von daher ist das an der Stelle erstmal gut. Zweitens ist die Psychologie des billigen Geldes weg, dass man im Allgemeinen in der Wirtschaft nicht denkt, dass sowieso die Zinsen negativ sind und man kann ganz günstig und billig Kredite bekommen. Und dadurch ist der Wettbewerb Leasing-Kredit etwas gleichrangiger. Deswegen ist das grundsätzlich für Leasing erstmal ganz gut. Und der zweite Punkt, den wir betrachten müssen, ist, in welchem Umfeld findet solchen Zinsanstiege statt? Und in der gegenwärtigen Gesamtstimmung ist es so, dass Unternehmen eher auf Liquidität achten, dass Unternehmen eher auf Banklinien achten, die schonen und dadurch gern zum Leasing greifen, wenn sie investieren. Deswegen ist das gesamte Umfeld, insbesondere im Vergleich zu Darlehens, Kreditgeschäft für Leasing sicher eher positiv. Und auch das möchte ich klar sagen, für uns war die Liquidität der Unternehmen doch guter Wettbewerb in den letzten Jahren, weil wenn ich für 5.000 oder 10.000 Euro ein Investment mache, bei meiner Hausbank 0,5% Verwahrentgelt bezahlen darf, ist ja schon die Frage, warum mache ich jetzt dafür einen Leasingvertrag? Das, was ich am Anfang meinte, dass das negative Zinsumfeld weg ist, ist in Summe an der Stelle gut und deswegen kein Hindernis für uns momentan. Ja, dann sind wir gespannt, was die aktuelleren Berichte dann über Renke zeigen und dann freue ich mich auf ein weiteres Gespräch dann nächstes Jahr für die Hauptversammlung. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit, Herr Dr. Hirsch. Ich danke Ihnen auch. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Danke, Sie auch. Ja, und wir freuen uns natürlich über Kommentare oder ein Like, wenn das Video Ihnen gefallen hat. Und damit Sie kein Video mehr verpassen, lohnt es sich bestimmt auch, den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank.